Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Heute geht es um das Thema Kundenbeziehungen aufbauen während der Telefonakquise. Ja, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran, gleich erfährst du mehr. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Klein von Thomas Klein Marketing Consulting und heute geht es um das Thema Kundenbeziehung aufbauen. Ja? Also eine gewisse Tragfähigkeit im Verkaufsgespräch bzw. in der Lead-Generierung am Telefon. Ja? Ganz besonders wichtig. Mal ganz kurz ein Beispiel vorweg. Ich habe mich letztens einfach nur so spaßeshalber mal für ein Online-Marketing-Coaching-Programm eingetragen. Da gibt es ja eine Vielzahl von Programmen online, wo man dann letztendlich bewerben muss, ja, und dann wird man da sozusagen mehr oder weniger ja, qualifiziert als Lead, einfach mal um zu sehen, wie andere Leute ihre Leads so qualifizieren, wie die ja, Verkaufsprozesse da eben so stattfinden. Und was mir da sehr stark aufgefallen war, nur mal um diesen einen Punkt herauszugreifen, ich glaube, die zweite oder die dritte Frage, bevor überhaupt mir als potenzieller Neukunde gesagt wurde oder überhaupt mal präsentiert wurde, ja, gefragt wurde, was eigentlich meine Bedürfnisse sind, beziehungsweise was das Angebot ist, wurde mir gefragt, na, ob ich theoretisch was dagegen hätte, eine Referenz abzugeben. Ja? Also das war die zweite oder dritte Frage dieses Verkaufsgesprächs, dieses Erstgesprächs, ja, kostenloses Erstgespräch. Und da habe ich mir schon gedacht, ist es jetzt vom Beziehungstiming, ja, Stichwort Beziehungstiming innerhalb des Verkaufsgesprächs, nicht ein bisschen früh mich zu fragen, ob ich theoretisch eine Referenz auch da lassen würde. Es war einfach ein sehr junges Team dort, ja, so ein typische. Und da habe ich mir schon gesagt, okay, wenn ich jetzt ein etwas erfahrener potenzieller Neukunde bin, ja, dann möchte ich doch erstmal zusehen, dass wir vernünftig ins Geschäft kommen und dass ich auch überhaupt mal Kunde werde bei euch, ja, ehe ich gefragt werde, ob ich denn theoretisch, ja, ob ich denn auch oder praktisch gewillt wäre, hier eine Referenz dazulassen. Ja, das macht dann überhaupt keinen Sinn, mich so früh, ja, wirklich, also im Erstgespräch gleich nach ein, zwei Minuten zu fragen, ob ich eine Referenz da lassen wollen würde. Und da riecht es bei mir schon ein bisschen nach, naja, Referenzen einzusammeln ist vielleicht sogar Teil des gesamten Businessmodells. Und in der Tat ist es dann auch so, wenn man sich das dann genauer anschaut, dann ist halt nach jedem YouTube-Video wird dort eben eine Referenz dann mit rein gepflegt ins Video. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr stark von außen, ja, weil es eben so viele Referenzen gibt. Aber natürlich im Erstgespräch, im Kaltakquisegespräch, mich das sozusagen als zweite, dritte Frage zu fragen, ist halt einfach, obwohl das ganze Modell und System bestimmt sehr, sehr gut funktioniert, ein bisschen früh. Ja. Und das sollte jetzt einfach nur mal als Beispiel dazu dienen aus meiner eigenen Erfahrung, dass das Beziehungstiming im Erstgespräch, in der Kaltakquise, in der telefonischen Kaltakquise eben extremst, wie soll ich sagen, wichtig ist. Ja? Also wir haben ja gelernt, schon bei einem anderen Video, das ich auch erstellt habe, dass nur der fragt, führt. Ja? Und wenn wir Fragen stellen, dann offene Fragen, denn nur so kommen wir überhaupt sozusagen in den Bereich hinein, dass wir den Kunden besser verstehen können, was seine eigentlichen momentanen Probleme sind, die wir dann letztendlich mit unserer Lösung ja, in den Griff bekommen wollen. Und hier muss man eben auch unterscheiden von der Timeline her. Ne? Es ist nämlich, was viele ein bisschen unterschätzen oder vielleicht sogar gar nicht auf dem Radar haben, dass innerhalb eines Erstgesprächs ja, unterschiedliche Zeitzonen existieren. Ja? Also wenn ich jetzt ein Erstgespräch führe, das sagen wir mal 20 Minuten lang dauert, ein sehr gutes, fundiertes Erstgespräch, ja, dann sind die ersten 5 Minuten eine ganz andere Zeitzone als wie die zweiten 5 Minuten, die dritten und die vierten 5 Minuten. Ja? Fragen, die ich vielleicht in der zweiten oder dritten Hälfte oder vierten Hälfte des Gesprächs stelle, die würde ich niemals am Anfang oder in der ersten oder in der zweiten, im ersten oder zweiten Viertel des Gesprächs stellen wollen, weil ich dann vielleicht zu früh
eine zu gewichtige, also zu starke, zu schwere Frage stelle, wo ich mir dann sozusagen den potenziellen Neukunden damit einfach nur verscheuche. Ja? Wie zum Beispiel, wollen Sie mir eine Referenz da lassen? Ja? Also das ist jetzt mal das Beispiel, was ich echt lustig fand eigentlich ein bisschen. Oder halt auch Fragen wie zum Beispiel in der IT-Branche, ja? Was sind Ihre Schwachstellen und so weiter. Ja? Also so konkrete Fragen nach Problemen, Schwachstellen, Problemzonen, ja, möglichen in der IT. Damit verscheucht man eher den potenziellen Neukunden, als dass man ihn öffnet. Ja? Also das ist für so ein sehr heikles Thema, IT-Security, andere Themen ebenfalls. Ja? Denn man möchte ja nicht zu schnell, zu direkt auf den Schmerzpunkt ja, drücken, ja, weil der Schuss kann eben nach hinten losgehen, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, was ist denn jetzt das beste Timing, ja, gute Frage, aber darauf gibt es leider keine konkrete, direkte Antwort. Es gibt hier keinen Leitfaden, den du hier stellen kannst, wo du immer genau bei Minute 7 sage ich genau das und das, bei Minute 10 sage ich genau das und das, bei Minute 15 sage ich genau das und das, ja. Das Ganze kommt eben nur mit Erfahrung und desto öfter du Telefonakquise-Gespräche führst für ein ganz bestimmtes Thema, ein ganz bestimmtes Produkt oder eine ganz bestimmte Branche, desto mehr wird sich deine emotionale Intelligenz sozusagen optimieren und du wirst es immer besser machen. Deswegen ist auch die telefonische Akquise oder Neukundengewinnung, ja, besonders in komplexeren, erklärungsbedürftigeren für Produkten und Branchen, nicht so schnell mit online automatisierten Marketing und Online-Marketing wegzurationalisieren. Das ist halt einfach nicht möglich. Ja? Man kann es nicht ersetzen. Man möchte auch Kunden grundsätzlich im B2B-Segment nicht den Eindruck erwecken, ja, oder den Eindruck gewähren, dass es so eine Massenware ist. Ne? Also vollautomatisch, Massenabfertigung. Man muss halt in ein sehr individuelles Gespräch reingehen, ja. Und das kann man letztendlich mit Automatisierung bis dato noch nicht abbilden und ich glaube auch noch in naher Zukunft nicht. Also, nochmal zusammenfassend, Kundenbeziehungen, ja, muss man langsam und allmählich und vorsichtig aufbauen, je nachdem, wo man sich halt bewegt, in welcher Branche, in manchen Branchen noch vorsichtiger wie in anderen Branchen, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, um Schwachstellen oder Verbesserungen von sehr heiklen Bereichen, ja, wie zum Beispiel IT-Security. Ja, also dann braucht man sowieso immer grundsätzlich einen Vor-Ort-Termin, um ja einfach vertrauensbildende Maßnahmen umzusetzen. Ja. Also es wird ja niemand irgendwie eine IT-Security-Lösung abkaufen mit weniger als zwei oder drei Vor-Ort-Terminen. Ja. Ja, auf jeden Fall soll es das mal gewesen sein zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen besser umschreiben. Es ist auf jeden Fall wichtig, hier sehr individuelle Gespräche zu führen nach wie vor. Lässt sich leider nicht wegautomatisieren, ja, irgendwelche Online-Marketing-Lösungen da draußen und so weiter. Ja, man kann es natürlich überlegen, wie weit man automatisiert, ja, und Software als Assistenten benutzt. Aber wie gesagt, die direkte telefonische Kaltakquise, da führt leider kein Weg drumherum. Ja, ich wünschte auch, es gibt irgendwie einen Knopf, wo man einfach drückt und dann hat man neue Kunden in komplexen, erklärungsbedürftigen Segmenten. Aber diese Lösung existiert leider noch nicht. Wenn du jetzt für einen Softwarehersteller arbeitest oder du bist ein Vertriebs- oder Marketingleiter oder ein Geschäftsführer eines spezialisierten IT-Systemhauses und möchtest mit uns mal in persönlichen Kontakt kommen, dann melde dich hier unten einfach mal für einen unverbindlichen, kostenlosen Erstgespräch an bei uns, ja, eine Stunde, nehmen wir uns gerne mal für dich Zeit, ja, mein Team und ich, und dann unterhalten wir uns mal, wie wir dich weiterbringen können bezüglich Vertriebsunterstützung und desto spezialisierter, desto komplexer, desto besser. Ja, desto besser können wir dir wahrscheinlich weiterhelfen. Wohlgemerkt im IT-Sektor primär. Ja. Ja, dann hören wir uns vielleicht per Telefon, würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, dann im nächsten Video
gerne meinen Kanal abonnieren hier, wenn du das Video auf YouTube siehst und Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.